euch. Wir fangen gerade erst an. Wir haben noch viel vor uns. Wir haben keinen Sprint hier auf dem Marathon. Also, die ab und zu mal ein bisschen enttäuscht sind, denkt immer dran, das ist ein Marathon, den wir laufen. So, ich muss noch ein bisschen zur Seite gehen. So, hier werden ja wahrscheinlich auch wieder der ein oder andere das erste Mal dabei sein. Vielleicht einfach nochmal ein paar Regeln zur Kolonnenfahrt. Wir sind eine Kolonne, die Polizei hat nicht genug Kräfte, dass sie alle Seitenstraßen absperrt. Deswegen werden von uns Fahrzeuge die Seitenstraßen absperren. Also nicht wundern, wenn ihr da plötzlich jemanden mit Flatterband an der Seite stehen seht, dass es aber da keine Fremdfahrzeuge reinfahren können. Kolonne heißt, wir fahren zusammen quasi als ein Fahrzeug. Wenn bei uns rübergefahren wird, fahren alle anderen hinterher. Keiner fährt verloren an. Alle dicht fahren, ihr müsst die Lücken schließen, wir fahren nicht schnell, das ist alles kein Thema. Lasst keine Fremdfahrzeuge rein, weil wenn Fremdfahrzeuge drin sind, die halten bei der roten Ampel an, dann wird die Kolonne auseinandergerissen. Wir fahren bis zum Enzorner Hafen, danach werde ich noch mal ein paar Worte sagen, wenn wir da angekommen sind. Also wer Lust hat, der kann da noch mal 5 bis 10 Minuten bleiben. Denn eine ganz, ganz wichtige Sache, wir werden über die A23-Brücke fahren. Da müssen wir zügig rüber, weil natürlich auch da die Ab- und Zufahrten der A23 für uns gesperrt werden. Wenn ihr seht, wenn ihr über die Brücke rüberfahrt und ihr seht, dass es auf den Abfahrten sehr großen Rückstau gibt, dann schreibt das bitte kurz in die Gruppe, dann müssen wir nämlich der Polizei eine Mitteilung machen, dass sie die Abfahrten als Autobahnpolizei die Abfahrten sperrt. Wir versuchen da aber schnell rüberzukommen, aber ich denke mal, wir werden 100 bis 150 Fahrzeuge sein, das wird eine Zeit lang dauern, bis wir alle drüben sind. Also wenn ihr seht, dass entweder aus Richtung Heide oder aus Richtung Hamburg kommt, wirklich ein sehr, sehr langer Stau sich auf der Autobahn bildet, kurz Bescheid sagen, damit unsere Organisatoren Bescheid wissen und das weitergeben können. Thank you.
And if you ask her why the heck she wore it, and if you ask her why the heck she wore it, she wore it for the soldier who was far, far away. She wore it for the soldier who was far, far away. When you come home, I'll stop this. Und weinenden Auge bin ich alleine nach draußen. Sie blieb alleine zu Hause. Ich musste fort, weil es heißt ja, sie brauchen mich für den Einsatz da draußen. Ich steige ein, der Motor schreit und ich tauche durch die Wolkendecke. Gedanken in meinem Kopf marschieren, pocht in mir, doch ich bin voll motiviert. Kopf rasiert, Stopp im Nirgendwo, mitten im Nichts. Der Angst, Schweiß und der Stolz sitzen mir im Gesicht. Denn ich verteidige die Freiheit für die heimatliche Kleinstadt, wo meine Kleine weint, bis ich dann eines Tages auch heim kann. Nein, nicht einfach für sie und auch sicher nicht für mich. Doch ich weiß, ich kämpf da draußen für das Richtige an sich. Denn man wisse ja, wie's ist, sie lieben uns tot. Demokratie ist denen wohl so etwas wie ein Dämonen, Erfolg, Hoffnung und Frieden, das sind mein Ziel und mein Lohn. Baby, bitte versteh mich, ich bin jetzt auf Friedensmission. When you come home, I'll stop this. Wochen vergeht mir die Hoffnung, ich seh mit geschlossenen Augen seitdem immer die gleichen Bilder von Tränen vergossen, Elend in Gossen, Venen, die Tropfen, Lebewesen beschossen von schweren Geschossen. Red ich offen? Nenn mich die anderen Mädel, weil die harten mit Schälen vor ihren Kameras herumstehen. Meine Kameraden, mich ekelt, krieg Abscheu vor mir selbst. Lassen arme kleine Kinder für ne Wasserflasche rennen. Nicht dafür hab ich mich gemeldet, ja ich dachte ich bekämpfe die uns hassen in der Fremde. Aber was ich hier erkenne, das ist so entsetzlich, so verschreckend. Die einen jubeln wie bei nem Computerspiel, während sie Blut vergießen, Drohnen lenken. Keine Achtung vor dem Mensch, Foltercamps und Gepostercamps. Methoden, die man nur aus Hostel kennt, der Horror lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Ich glaub, ich werde depressiv. Ich komm bald heim, Baby, das verspreche ich dir. When you come home, I'll stop this. Den Verstand, war so naiv, aber langsam hab ich das Spiel hier erkannt. Was hier geschieht, ist so krank. Wir bringen Krankheit und Tod durch uns, fast alles durchbohrende Uranmunition. Kinder werden ohne Arme geboren. Radioaktivität tausende Male zu hoch. Und dazu holen wir uns Blackwater Armor ins Boot. Krieg als Geschäftsmodell, die Ware der Tod. Ich frag mich, was ist hier los? Sir, ich kam und wollte das Böse bekämpfen, nicht wegen höheren Interessen. Mein Leben für Ölfelder setzen, größte Geschäfte. Denn wir nehmen nicht nur die Drogen hier in Kauf, sondern fördern den großflächigen Opiumanbau. Dieses Land bringt heute 90% der Droge global in Umlauf. Im Geheimen flogen wir sie raus, frischen schwarze Konten für Operationen damit auf. Das blickt auf, verdammt Sir, ich will sofort nur hier raus. Ich werd mich in die nächste Maschine heimwärts setzen, werd die Beweise schnellstens an die freie Presse geben und den Schein beenden, Schweigen brechen. Ja, die Wahrheit kommt ans Licht, warte nicht, nein, was wollen Sie mit der Waffe, bitte nicht! Also Scheine sind jetzt schon 280 Euro und ich habe jetzt gesehen, die Leute stecken da jetzt auch ordentlich rein. Das ist super toll, wir freuen uns darüber. Wir werden
in der Porto-Gruppe werden, beziehungsweise in der Kolonnengruppe werden wir veröffentlichen, wie viel Geld wir gesammelt haben. Und das werden wir natürlich dann weitergeben. Also erstmal schon für alle, die gespendet haben, vielen Dank. Ansonsten Leute, das war eine mega geile Kolonne. Das war eine geile Fahrt. Ich bin total geflasht, Wahnsinn. Ich kann direkt wieder losfahren. Danke, dass ihr alle mitgefahren seid. Oh. Danke. Was ist jetzt hier los? Also danke, dass ihr alle mitgefahren seid. Wir freuen uns darauf, wenn ihr wiederkommt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, unsere Gruppe plant demnächst eine Sternfahrt nach Emshorn mit anschließender Kundgebung hier in Emshorn. Das wird nochmal ein ganz großes Ding, da brauchen wir aber ein bisschen länger, um das zu planen. Also vielen Dank an alle, die hier waren, auch vielen Dank an alle, die jetzt das erste Mal da waren. Nächstes Mal verteilen wir wieder Flyer, damit die jetzt nicht in unsere Gruppe reingekommen sind, dann über diesen Link da auch wieder direkt in die Gruppe reinkommen und die ganzen Informationen kriegen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir müssen das jetzt leider auf. Wir müssen das jetzt leider auflösen. Was denn hier los, Mensch? Ja, ich merke das schon. Also, danke, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause. Fahrt gesittet wieder nach Hause. Wir freuen uns darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Ihr wart super und wir brauchen euch alle. Wir brauchen euch alle auf der Straße. Danke.